Herzlich willkommen zum zweiten Teil nach der Mittagspause. Ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal an, auch wenn jetzt vielleicht noch ein, zwei Leute ein paar Minuten später in den Raum kommen. Mein Name ist Nele Kampfmeier, ich bin Mitarbeiterin am Öko-Institut im Bereich Umwelt, Recht und Governance. Und genau, das ist ein Thema, um das es hier gehen wird, um das Thema Steuerung. Und es wurde heute Vormittag ja auch schon mehrfach angesprochen, die Frage individuelle Verantwortung, individuelles Verhalten versus staatliche Steuerung. Und hier wird es jetzt konkret um Vorschläge gehen, weil es geht ja nicht nur darum, ob Algorithmen, Daten etc. reguliert werden, sondern vor allen Dingen um das Wie, also um gute politische Steuerung. Und als Beispiel, wo ich mich das manchmal frage, ja, ist, wenn ich jedes Mal, wenn ich im Internet surfe, bei jeder Website kriege ich die Frage, hier werden Cookies verwendet, stimmen Sie zu? Denke ich mir so, habe ich eine Wahl? Ja, kann ich die Seite benutzen? Ich kann auch sagen, nein, aber was hilft mir das? Ja? Also es geht um die Frage, wie können Daten, Algorithmen, die Datenwirtschaft gut reguliert werden? Und dazu haben wir drei kurze Inputs, die nun gleich folgen. Und im Anschluss gibt es eine kurze Diskussion auf dem Podium. Und dann kommen Sie zum Zuge, wenn Sie möchten, denn es handelt sich um ein offenes Podium. Das heißt, Sie sind dann eingeladen, sich auf den freien Sessel zu setzen und Ihre Fragen zu stellen oder Ihre Anregungen zu machen. Genau, dann stelle ich mal den ersten Redner vor, und zwar ist das Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung, vom Vorstand der Stiftung Neue Verantwortung. Er ist Politikwissenschaftler und unter anderem Sachverständiger für die Enquete-Kommission des Bundestags zum Thema künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich wie wir zu einer nachhaltigen europäischen Datenökonomie kommen können. Das ist aus meiner Sicht einer der ganz zentralen Fragestellungen im Bereich Digitalisierung, neue Technologien. Da wird ja ständig über die Rolle von Daten getrieben und dass die Daten eigentlich die Grundlage sind für diesen technologischen Wandel, den wir zurzeit durchmachen. Auf einer Metaebene wird immer darüber gesprochen, dass die Datenökonomie eigentlich von den großen Firmen aus dem Silicon Valley dominiert wird. Ja, wir haben auf der anderen Seite auch die Chinesen, die eine rasante Entwicklung durchgemacht haben, wo auch der chinesische Staat natürlich sehr großes Interesse hat an den Daten. Und in der Diskussion heißt es dann auch immer, wir in Europa, wir wollen einen anderen Weg gehen. Ja, wir wollen weder diesen rein kapitalistisch getriebenen Ansatz, der zu diesen starken Machtkonzentrationen auch geführt hat in der Datenökonomie, diesen amerikanischen Silicon Valley-Weg gehen. Wir wollen auch nicht den chinesischen Weg gehen, dass der Staat sozusagen Zugriff auf die Daten bekommt, um die Bürger überwachen und kontrollieren zu können, sondern wir wollen ein europäisches Modell schaffen. Ja? Und das hört sich nach wie vor immer noch sehr, sehr abstrakt an. Und ich glaube, wir stehen alle vor der Herausforderung, daran zu arbeiten, diesen europäischen Weg auch zu konkretisieren und dann natürlich auch, dafür werden wir auch Regulierung brauchen, auch mit Regulierung zu unterlegen und in die Praxis zu überführen. Und da würde ich ganz gerne mit Ihnen ein paar Ideen zuteilen und zur Diskussion stellen. Vielleicht nochmal als Einstieg, darüber habe ich auch nachgedacht, Sie kommen ja alle aus der Nachhaltigkeits-Community. Man denkt da natürlich bei Nachhaltigkeit, also ich zumindest persönlich verbinde den Nachhaltigkeitsbegriff natürlich sehr, sehr viel stärker mit ökologischen Fragestellungen. Und auch für die Vorbereitung für den Vortrag habe ich überhaupt selber erst nochmal nachgedacht, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit in Bezug auf Datenökonomie? Also wenn wir jetzt mal die Frage, die im letzten Vortrag eben vor der Pause, wo es darum ja ging, was für einen ökologischen Fußabdruck haben eigentlich diese Technologien, die mal beiseite legen und fragen, so Nachhaltigkeit auch bezogen auf das gesamte ökonomische Wirtschaftsmodell, was dem unterliegt. Und ich habe das mal für mich so aufgeschlüsselt, wenn ich über Nachhaltigkeit in der Datenökonomie nachdenken würde, was da für mich wichtig ist. Und das schließt sicherlich auch an den Vortrag heute Morgen, dass es die Wettbewerbsthematik ganz zentral ist. Ja, wir wollen nicht, dass es Datenmonopole gibt, dass es ganz wenige, ganz große globale Konzerne gibt, die sozusagen die Macht über die Daten haben, bei denen diese ganzen Daten liegen, die damit auch kontrollieren, wie diese Daten ökonomisch genutzt werden können. Und das hat
aus meiner Sicht auch problematische Auswirkungen auf die Gesellschaft, weil die gucken natürlich hauptsächlich in Bezug auf ihre eigenen Interessen, Profitmaximierung, wie sie das zum Beispiel zum Ausspielen von personalisierter Werbung nutzen können. Ja, die schauen vor allem auf solche Themen, die schauen nicht wirklich darauf, wie die Daten vielleicht auch im gesellschaftlichen Interesse genutzt werden können. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr kritisch, was an Datenmonopole angeht. Also die Wettbewerbsfrage ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Datenökonomie nachdenken. Das betrifft dann natürlich auch hauptsächlich das Wettbewerbsrecht, was hier Schritt halten muss und wo wir auch bereits eine Diskussion haben, ob das Wettbewerbsrecht hier in diesem Fall nicht weiter angepasst werden muss, ein stärkeres Schwert zu haben, um diese Monopolisierungstendenzen in der Datenökonomie etwas entgegenzustellen. Dann ist ganz wichtiges Thema das Thema Transparenz aus unserer Sicht. Ja, wenn wir auf diese Webseiten gehen, das Beispiel kam gerade mit den Cookies, die gesetzt werden. Ja, bei jeder Webseite, die wir ansurfen, werden Daten über uns gesammelt. Bei jeder App, die wir benutzen, ist oftmals für den Nutzer überhaupt nicht wirklich transparent und verständlich, was für Daten da eigentlich übertragen werden, wie die genutzt werden. Das ist natürlich ein großes Thema, was jetzt auch in der Datenschutzgrundverordnung mit drin steht. Da sind auch die Rechte von uns allen gestärkt worden, was das Thema Transparenz angeht. Wir können auch all die Firmen anschreiben und von ihnen anfordern, dass sie uns informieren, was für Daten sie über uns gesammelt haben. Wir können die uns auch zuschicken lassen. Da gibt's, haben Sie vielleicht mal mitbekommen, den Fall von Max Schrems, der sich mal Facebook gefragt hat, was Facebook alles für Daten über ihn gesammelt hat. Und das interessanterweise hat Facebook die Daten nicht digital übermittelt, sondern ihnen ein großes Paket in der Post geschickt und er hatte dann einen riesen Aktenberg, wo alle seine Aktivitäten, wann er sich in die Plattform eingeloggt hat, mit wem er kommuniziert hat, alles, was er geliked hat, was er sich angeschaut hat, all das ist dort protokolliert worden und wurde ihm dann in einem dicken Paket zugeschickt. Also diese Transparenz Anforderungen, die sind nochmal verstärkt worden. Man muss jetzt mal sehen, was das in der Praxis heißt. Das ist aber ein Thema, was in der Datenschutzgrundverordnung stark mittlerweile auch geregelt worden ist. Dann haben wir das Thema Souveränität. Ja, ich will ja nicht nur wissen, es ist sehr schön, wenn ich dann weiß, was Facebook sozusagen an Daten über mich gesammelt hat, aber kann ich die Daten auch bekommen? Kann ich die Daten nehmen und wenn es eine Alternative zu Facebook gäbe, diese Daten dort rüber transferieren? Ja, also das ist eher das Thema Souveränität. Kann ich selber auch Kontrolle wieder über diese Daten erlangen und selbstbestimmt mit ihm umgehen? Das ist ein großes Thema. Es ist in der Datenschutzgrundverordnung auch teilweise mit abgedeckt unter dem Begriff der Datenportabilität. Ein neues Recht, das geschaffen worden ist, das uns ermöglicht, Daten von einer Plattform auf eine andere zu übertragen. Es ist noch völlig unklar, wie das genau in der Praxis ausgeschaltet wird. Und auch die Datenethikkommission der Bundesregierung, die gestern einen 250-seitigen Bericht übergeben hat an das Bundesjustizministerium und das Bundesinnenministerium. Ich habe mich noch nicht ganz durch diesen Bericht durchkämpfen können. Der ist aber sehr spannend. Da steht sehr, sehr viel dazu drin und das deckt auch sehr viel ab, was ich auch hier sagen würde und was auch zeigt, dass viele dieser Regulierungsthemen konkreter werden. Und neben der Souveränität, also dass wir bessere Kontrolle über die Daten erlangen, die über uns gesammelt werden und selbstbestimmter mit ihnen umgehen können, haben wir dann aus meiner Sicht noch eine vierte Säule, die ich für eine nachhaltige Datenökonomie wichtig finden würde, und das ist die Gemeinwohlorientierung. Ja, können wir die Daten nutzen zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher Probleme? Da gibt es Ein Beispiel ist zum Beispiel, was wir konkret haben in den Städten, dass es sehr viele unterschiedliche Mobilitätsanbieter gibt, den öffentlichen Nahverkehr, sie haben die Plattformen, die diese E-Roller zur Verfügung stellen, sie haben die Carsharing-Angebote, sie haben die Ubers und Lyfts oder MyTaxis dieser Welt, die Fahrdienstleistungen anbieten, all die haben interessante Mobilitätsdaten und wenn wir wirklich zukunftsführende, wegweisende Mobilitätskonzepte entwickeln wollen, auch welche die Nachhaltigkeit mitbedenken, dann müssen wir diese Daten eigentlich alle zusammenführen. Und viele Städte versuchen auch, die Daten von diesen privaten Anbietern zu bekommen, aber oftmals kooperieren die nicht und weigern sich dann auch, Daten zum Beispiel den Städten zur Verfügung zu stellen, um ihre Mobilitätsdienstleistungen zu verbessern. Und deswegen gibt es mittlerweile auch eine Diskussion dazu, ob man nicht solche Plattformen, wenn es ein öffentliches Interesse gibt,
zum Beispiel hier die Daten zu nutzen, um intelligentere Verkehrskonzepte zu entwickeln. Oder im Energiesektor ist das auch ein Thema, ja, wo wir ganz viele Energieanbieter haben, die eigentlich Daten miteinander teilen müssten, damit wir wirklich intelligente Energiesysteme auch bauen können. Ob wir in solchen Fällen nicht dann auch privatwirtschaftliche Akteure zwingen können, solche Daten natürlich unter bestimmten Bedingungen anonymisiert, ohne nutzerspezifische Daten, aber eben die aggregierten Daten zu teilen, um das nutzen zu können und bessere gesellschaftliche Lösungen zu entwickeln. Das wurde auch in verschiedenen Vorstößen, auf die ich nicht eingehen will, aber die man sich angucken kann, das Daten für alle Vorstoß von der SPD, es gibt Ansätze, das freiwillig zu machen in Form von Datenspenden, und es wird eben auch zunehmend diskutiert, eben eine Pflicht zum Datenteilen, wenn es eben dieses öffentliche Interesse gibt. Dazu hat sich übrigens auch die Datenethikkommission geäußert und sowas angeregt. In Frankreich ist es auch in der Diskussion, wo man sagt, wenn es ein höheres öffentliches Interesse gibt, dann muss es eine Möglichkeit geben für den Staat, der dieses gesellschaftliche Interesse vertritt, dort auch Zugriff auf die Daten zu bekommen. Ich will noch mal kurz sagen, das ist das Problem, was wir adressieren müssen. Das ist die Konzentration in der Plattformökonomie. Das ist jetzt, also das bezieht sich jetzt auf die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen, aber diese Marktkapitalisierung beruht natürlich, der Wert dieser Unternehmen beruht im Großteil natürlich auf den Zugriff der Nutzerdaten, die sie haben von ihren Millionen von Nutzern. Und das ist einfach das Problem, dass man sieht, dass Europa liegt zwischen den USA und Asien, wo es diese extrem großen und starken Plattformen geben, die eigentlich die sehr, sehr, sehr spannende und auch detaillierte Daten haben zu ihren Nutzern, die dadurch auch denen ihre Marktmacht und Marktwert darauf auch basiert. In Europa ist eigentlich als nennenswerte Plattform da nur SAP zu nennen. SAP ist auch nochmal ein bisschen anders zu diesen anderen Plattformen, weil SAP eigentlich hauptsächlich im B2B-Bereich, also im Business-to-Business, Unternehmens-zu-Unternehmensbereich unterwegs ist und gar nicht so viel individuelle Nutzerdaten hat. Davon müssen wir weg, um zu einem viel, viel mehr dezentralisierteren, nachhaltigen Datenökonomie-Modell zu kommen. Das sind aus meiner Sicht, zwei Ebenen, über die wir nachdenken müssen, wenn wir über dezentrale Alternativen zu diesen zentralisierten Plattformen nachdenken wollen. Das ist einmal auf der Wirtschafts- und Forschungsebene, ja, wo wir unterschiedliche Akteure in die Lage versetzen müssen, gemeinsam ihre Daten zu teilen, wo es nicht eine dominante Plattform geben sollte, sondern wo unterschiedliche Akteure gemeinsam ihre Daten in sogenannten Datenpools nutzen können, dezentralisiert. Das sieht man zum Beispiel in der Geoforschung, ist das ein riesiges Thema. Wir haben ganz viele Geoforschungsinstitute, die zum Beispiel Wetterdaten und Geodaten erheben. Wenn man dann interessante Forschung erstellen will, dann will man natürlich nicht nur auf die Geodaten von seinem eigenen Institut zugreifen, sondern auch von Geodaten aus anderen Instituten. Deswegen gibt es zum Beispiel Forschungsdatenverbünde, und wir haben eine nationale Forschungsdateninfrastruktur, die vom BMBF gefördert ist, die dezidiert zum Beispiel Datenkooperationen in der Forschung fördert. Ja, und das ähnliche Thema haben wir mittlerweile auch bei den Unternehmen. Das Unternehmen sagen, wir müssen eigentlich kooperieren, unsere Daten zusammenbringen. Zum Beispiel, wenn wir in so regionale Verkehrsverbünde im Bereich Mobilität, wenn wir da intelligente Lösungen anbieten müssen, dann müssen wir kooperieren, gemeinsam die Daten nutzen. Im Energiesektor ist das eine Notwendigkeit, dass unterschiedliche Player im Energiesystem, Netzbetreiber, Energieanbieter, die Versorger Daten untereinander teilen, und da müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir dafür so Datenpools schaffen, die das ermöglichen. Und dann geht es natürlich auch um unsere Daten, ja, und die Frage, ob wir auch nicht unsere eigenen Daten zusammenfügen können, und ich werde da noch ein bisschen mehr zu sagen über das Datentreuhandermodell, was sozusagen so ein Datenpool auf individualisierter Ebene ist, wo wir zum Beispiel, wir hier alle im Raum uns zusammenschließen und sagen, wir geben alle unsere Daten zusammen an einen Datentreuhänder, und der verhandelt uns gegenüber mit Facebook oder anderen Plattformen für uns bessere Konditionen aus, wie oder wer auf diese Daten zugreifen darf. Und also wer sich dafür detaillierter interessiert, gerade für das Datenpool-Thema, ein bisschen Eigenwerbung dazu, haben wir ein Papier rausgebracht über Datenpools zu Innovationen, wo wir das ein bisschen detaillierter beschreiben. Als Ausgangslage haben wir uns einfach mal angeguckt, was es für Art von Datenpools bereits gibt.
ja, die man als Grundlage für so ein dezentralisierteres Datenmodell sehen kann, wo unterschiedliche Player kooperieren, um Daten zusammenzuführen. Die öffentlichen Initiativen finden sich vor allem im Bereich der angesprochenen Forschungsförderung, wo man versucht, Forschungsinstitute dazu zu bekommen, Daten gemeinsam zu nutzen, zu teilen. Wir haben öffentlich-private Kooperationen, da ist vor allem der International Data Space zu nennen, eine Initiative, der mit von der Bundesregierung gefördert wird, der sozusagen Standards schaffen sollen, mit denen Unternehmen Daten teilen können, weil man braucht dafür natürlich standardisierte Datenformate, um gemeinsam Daten nutzen zu können. Die müssen entwickelt werden. Man muss Governance-Modelle entwickeln, überlegen, wer wie auf diese Daten zugreifen darf. Und wir sehen mittlerweile auch immer mehr privatwirtschaftliche Initiativen, auch aus Europa heraus, solche Datenkooperationen zu organisieren. Eigentlich sind die ganzen großen auch Industrieplayer da mittlerweile unterwegs. Ein Bosch bietet eine Daten-Sharing-Plattform, eine Bosch-IoT-Plattform an, Siemens mit MindSphere, noch ganz viele andere wären zu nennen. Die haben wir uns in dem Papier einfach mal gemappt. Und das Interessante ist eben, dass die Daten bei den Unternehmen selber verbleiben und über diese Plattform können sie aber in eine Lage versetzt werden, zu kooperieren. In der Praxis könnte das so aussehen, dass die Daten diese Daten in den zentralen Datenpool zusammengeben. Ja, also dass sie sagen, okay, wir schicken alle unsere Daten an einen gemeinsamen Pool, da führen wir die zusammen und dann nutzen wir die zum Beispiel, um Analyse-Tools zu entwickeln für ein intelligentes Verkehrssystem. Es gibt die Möglichkeit, das über einen Datenmarktplatz zu organisieren, dass bestimmte Daten, wenn ich jetzt ein kleiner Energiebetreiber bin von der Energiewindturbine, dann habe ich vielleicht nicht genug Energiewindturbinen, um Daten zu generieren, um die zu optimieren. Aber ich könnte sagen, es gibt welche, die daran interessiert sind und ich könnte irgendeinem Dritten meine Windturbinendaten verkaufen und der kauft eben sich von ganz vielen Windturbinen die Daten zusammen und entwickelt darauf mit diesen Daten dann Optimierungsmodelle und Services. Ja? Und wenn ich nur ein kleiner Anbieter bin, dann könnte ich ja auch sagen, ich könnte über einen Datenmarktplatz das einfach anbieten. Ich habe kein Interesse, das zu nutzen, aber ein anderer könnte da einen Mehrwert draus haben. Und auch das findet man mittlerweile in Europa, einige Start-ups, einige kleinere Akteure auch, die versuchen, solche Datenmarktplätze zu organisieren. Und was ich noch interessanter finde, da wird es dann aber auch sehr technisch, sind Modelle, wo wir die Daten gar nicht mehr teilen, also übersenden an den zentralisierten Datenpool. Also nehmen Sie an, im Gesundheitssektor, Sie haben ganz viele Patientendaten, die bei einzelnen Krankenhäusern liegen von Krebspatienten und Sie wollen eine Auswertung, eine Krebsstudie machen und dafür brauchen Sie möglichst viele Daten von Krebspatienten. Und dann könnten Sie sagen, anstatt dass ich jetzt diese ganzen Krebsdaten in eine Plattform übermittle, wo ich dann die Analyse fahre ich in den einzelnen Krankenhäusern jeweils eine Analyse und führe die Ergebnisse zusammen. Das nennt sich dezentralisiertes Lernen, ist ein total spannender technischer Ansatz, wo die Daten bei den Nutzern verbleiben, gemeinsam Modelle gerechnet werden und die Daten gemeinsam genutzt werden, die Daten aber nicht übermittelt werden, sondern nur die Ergebnisse. Da können wir in der Diskussion auch gerne noch ausführlicher drauf eingehen. Ich muss aufgrund Zeitgründen ein bisschen mich sputen. Also das ist die Ebene, auf der Organisationen gemeinsam Daten teilen könnten. Das wären mal drei Modelle. Die Alternative, die jetzt sehr stark diskutiert wird, was unsere Daten als Nutzer betrifft, sind Data Trusts. Da gibt es eine tolle Studie zum Beispiel vom Open Data Institute in Großbritannien, die mittlerweile auch schon so Testpiloten fahren. Ein Data Trust heißt einfach, dass Nutzer sich zusammentun und sagen, ich manage jetzt nicht mehr einer Plattform gegenüber meine Daten, sondern ich übergebe das an den Trust, der das für mich macht. Und der Vorteil von so einem Trust ist einfach, dass wir eigentlich damit überfordert sind, ja, mit all diesen unterschiedlichen Plattformen uns damit zu beschäftigen, die Cookie-Richtlinien durchzulesen, was machen die mit unseren Daten, ist das ein fairer Deal für mich, ja, warum übergebe ich das nicht an den Treuhänder, der das für mich anbietet. Ja? Und das ist die Idee, dass wir auf der linken Seite die ganz vielen Nutzer haben, die ihre Daten in den Data Trust überführen, der das Datenmanagement übernimmt. Und dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich bin bereit, dass der Data Trust anonymisiert meine Daten zum Beispiel an öffentliche Infrastrukturen übergibt, nämlich an ein öffentliches Nahverkehrsunternehmen oder an Gesundheitsunternehmen, wenn ich weiß, dass der Data Trust dafür sorgt, dass die Daten wirklich dann auch nur für diese Zwecke genutzt werden. Da muss ich mich individuell da nicht mehr drum kümmern, aber ich könnte ein paar Regeln festlegen,
die mir wichtig sind, und der Data Trust kümmert sich dann um dieses Datenmanagement. Da gibt es eine ganze Menge, der Data Trust könnte auch dann die Daten managen für die Internetdienste, die ich nutze, ja, und eben auch für die vielen Apps. Bei all denen müssen wir individuell entscheiden, eigentlich, wie Daten genutzt werden sollen. Das ist eine völlige Überforderung und wir brauchen dafür Lösungen, und Data Trusts bieten dafür einen interessanten Ansatz. Und damit komme ich dann auch zum Abschluss. Das sind spannende Ideen. In vielerlei Hinsicht, aber hauptsächlich bisher noch Ideen und Konzepte. Es gibt eine ganze Reihe an Herausforderungen, die wir noch lösen müssen, um die zur Realität werden zu lassen. Die müssen natürlich auch irgendwie ökonomisch funktionieren. Wir haben zum Beispiel ganz viele Forschungsdaten, Infrastrukturen. Wenn der Bund dann die Förderung einstellt, dann werden die nicht weiter betrieben. Ja, also da muss auch irgendwie ein Geschäftsmodell drunter. Die Frage, also wie finanzieren sich diese Pools und Trusts, was ist eigentlich das Geschäftsmodell, dass die auch nachhaltig funktionieren, ist eine sehr, sehr wichtige. Wir brauchen den regulatorischen Rahmen. Die Datenportabilität wird extrem dafür wichtig sein. Wenn ich so einen Data Trust habe, dann muss der in der Lage sein, meine Daten von einem Dienst zum anderen in Echtzeit zu überführen. Dafür werden wir Standards brauchen. Das betrifft Datenschutz und Kartellrecht. Wir haben technologische Herausforderungen, diese Data Trusts und Datenpools zu organisieren, dass die interoperabel sind, die standardisierten Datenformate. Und wir brauchen dafür Governance-Modelle, ja, denen wir vertrauen können, dass eben diese Datenpools oder Datentrusts auch nur das machen mit den Daten, was wir für richtig halten. Ja, ich freue mich auf die Diskussion dazu, das im Austausch auch mit Ihnen allen und den Diskussionsteilnehmern zu vertiefen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen ersten sehr spannenden Beitrag, der auch schon mal so ein bisschen die erste Komplexität, glaube ich, aufgezeigt hat. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Beitrag, der vielleicht noch einen Tick konkreter ist. Und dazu möchte ich Frau Juliane Petrich auf die Bühne bitten. Frau Petrich kommt vom Verband TÜV und sie wird das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen näher erläutern, damit, wenn alle Geräte zunehmend digitalisiert werden, wenn ich dann deren Sicherheit etc. überprüfen möchte, dann muss ich ja irgendwie auch an die Daten drankommen. Deswegen ist auch für den TÜV das ein Thema für Zertifizierung und Sicherheitsüberprüfung. Genau, und bevor Frau Petrich beim TÜV war, war sie bei der Bitkom, also sie ist schon ein bisschen länger beim Thema Digitalisierung mit dabei. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja, Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, warum ich vom TÜV-Verband hier stehe und was wir mit Digitalisierung, mit Nachhaltigkeit, Datenregulierung zu tun haben. Erstens stehe ich hier, weil Frau Anna Christmann heute leider nicht da ist. Sie wollte eigentlich, also Bundestagsabgeordnete von den Grünen, sie wollte so ein bisschen das Konzept der Grünen Bundestagsfraktion zum Thema Datenregulierung vorstellen. Ich springe sozusagen als Notlösung hier heute ein. Und zum anderen bin ich aber auch da, weil der TÜV-Verband und auch die TÜV-Organisation sich durchaus Gedanken über Digitalisierung machen und darüber Gedanken machen, wie wir unseren Auftrag für Vertrauen und Sicherheit zu sorgen, eben auch von der analogen Welt in die digitale Welt übertragen können. Ja, und wenn man an den TÜV denkt, dann fällt einem wahrscheinlich zuallererst mal die im Zweijahresrhythmus stattfindende Hauptuntersuchung ein, die sozusagen die Verkehrssicherheit, Vorschriftsmäßigkeit und auch Umweltverträglichkeit eines Fahrzeugs sicherstellt. Und während die Hauptuntersuchung früher noch hauptsächlich mit den Worten Rost und Öl, glaube ich, ganz treffend umschrieben werden konnte, wird heute eben auch Software maßgeblich im Auto, wenn es um die Prüfung von Sicherheit, aber auch von Abgasen oder auch anderen Vorschriftsmäßigkeiten geht. Also die HU der Zukunft prüft sozusagen Bits und Bytes statt Rost und Öl, wenn man das mal ein bisschen plakativer formulieren will. Und dass mittlerweile sehr, sehr viel Software im Auto steckt, das hat uns, glaube ich, der Dieselskandal noch mal ganz praktisch vor Augen geführt. Hier wurde ja mithilfe von Software Fahrzeuge ganz gezielt manipuliert, um gesetzliche Grenzwerte einzuhalten. Und es kann eben nicht sein, dass derartige Manipulationen nicht aufgedeckt werden können, weil dafür die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland fehlen. Konkret also die Autohersteller Daten nicht rausrücken müssen,
weil sie es eben nicht müssen und das sicherlich auch nicht freiwillig tun. Und der Vorfall zeigt, glaube ich, einfach nochmal ganz gut, dass wir als Prüforganisation unseren Auftrag für Sicherheit und in dem Fall eben auch für Umweltschutz am Automobil zu sorgen, das gilt auch für ganz andere Produkte, in Zukunft nur dann erfüllen werden können, wenn wir Zugang zu Software und Daten haben. Also auch für uns als TÜV werden Daten zum Rohstoff im 21. Jahrhundert. Und es gibt, glaube ich, noch ganz andere Beispiele, die ganz gut zeigen, warum der Zugang zu Software und Daten für uns so wichtig ist. Wenn man zum Beispiel mal an einen Aufzug denkt, der auch immer digitaler wird, dann reicht es eben nicht mehr aus, die Bremsvorrichtung nur manuell zu prüfen, wenn durch einen Hackerangriff eine Bremsvorrichtung eben manipuliert werden kann und dadurch im schlimmsten Fall eben auch ein Absturz herbeigeführt werden kann. Und das gilt auch für Smart Building oder Smart Home Produkte, die ja prinzipiell eben auch positive Umwelteffekte mit sich bringen können, indem eben der Energieverbrauch reduziert werden kann, Gebäudefunktionen ferngesteuert werden, Kühlung, Heizung, alles ferngesteuert werden kann und eben auch Fehler oder Anomalien frühzeitig entdeckt werden können. Und wenn aber solche Dinge auch durch Hackerangriffe gezielt manipuliert werden können und damit eben auch große Ängste und Sorgen verbunden sind, dann können sich solche Technologien eben auch noch nicht so durchsetzen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ja, was bedeutet das dann letztlich für uns? Ich glaube, diese Beispiele, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe, demonstrieren ganz gut, dass die zunehmende Vernetzung uns Prüfgesellschaft eben vor ganz neue Herausforderungen stellen. Wenn sich die Beschaffenheit eines Produkts durch aufgespielte Software-Updates verändert, dann reicht eine einmalige Prüfung zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht mehr aus. Und bei künstlicher Intelligenz und Selbstlernsystemen ist die Veränderlichkeit des Systems ja quasi elementarer Bestandteil. Und deswegen müssen wir eben auch beim Prüfen zu einem kontinuierlichen Monitoring kommen und Safety um Security und auch Privacy-Anforderungen bei der Produktprüfung ergänzen. Wenn Prüfgesellschaften also auch im digitalen Zeitalter für Sicherheit und Vertrauen sorgen sollen, dann brauchen wir Zugang zu Daten. Und wir haben uns auch darüber mal Gedanken gemacht und das knüpft auch so ein bisschen an das an, was Stefan Heumann eben erzählt hat. Aktuell wird ja auch sehr intensiv darüber diskutiert, wer die Daten, die in vernetzten Fahrzeugen erzeugt werden, unter welchen Voraussetzungen eigentlich nutzen darf. Und wir haben hier gemeinsam mit anderen Prüforganisationen mal den Vorschlag eines Trust Centers entwickelt, jetzt hier speziell eben für den Bereich des Automobils. Das ist alles noch in der Konzeptphase, deswegen kann ich jetzt hier nur so ein paar Punkte anreißen, wie wir uns das vorstellen würden, aber vielleicht ist das ein Thema, was dann eben auch in Zukunft mal noch weiter diskutiert werden könnte. Im Prinzip geht es darum, dass ein unparteiischer Datentreuhänder, der Stefan hat das gerade schon vorgestellt, Fahrzeugdaten verschlüsselt und Dritten Zugriff auf diese Daten ermöglicht, wenn sie ein berechtigtes Interesse haben. Nachdem also relevante Fahrzeugdaten, jetzt gehe ich so ein bisschen mehr ins Detail, definiert wurden, werden diese im Fahrzeug verschlüsselt und signiert und die Daten werden dann vom Fahrzeug an die Server der Hersteller übertragen und von dort an das Trust Center übermittelt. Das Trust Center wiederum stellt dann die Daten Dritten zur Verfügung. Voraussetzung ist aber, dass der Fahrzeughalter bzw. der Fahrer in die Verarbeitung und Weitergabe der Daten einwilligt. Ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich muss man hier auch nochmal unterscheiden in Daten für den regulierten Bereich, also das wäre zum Beispiel für uns für die Hauptuntersuchung relevant und den sogenannten freiwirtschaftlichen Bereich, da hatte Stefan vorhin auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, wenn es zum Beispiel um Services zu Fahrkomfort oder Pay-as-you-drive-Policen geht. Und auch Behörden oder Kommunen haben natürlich Interesse an Daten, zum Beispiel wenn es um intelligente Verkehrssteuerung auf Autobahnen geht oder eben auch intelligente Verkehrssteuerung in einer Smart City. Und oberste Priorität, und das ist bei diesem Trust Center Konzept, wie wir uns das vorstellen, eben ganz wichtig ist, dass Datenschutz und die Privatsphäre des Fahrzeughalters ganz oben stehen.
Und die Idee des Trust Centers, die ich jetzt hier am Beispiel des Fahrzeugs kurz angerissen habe, die lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Vielleicht können wir da auch in der Diskussion später nochmal dazu kommen. Insgesamt wollte ich Ihnen einfach gerne nochmal deutlich machen, dass der Zugang zu Daten eben ganz essentiell in einer Welt ist, die zunehmend von Daten getrieben wird. Und die Daten, die dürfen dabei eben nicht nur beim Hersteller liegen. Hier herrscht also auch gesetzlicher Handlungsbedarf. Und es geht auch nicht nur darum, über Zugang zu Daten Wettbewerbsgleichheit herzustellen oder Monopolbildung zu verhindern, sondern eben auch darum, wie wir in einer digitalen Welt für Sicherheit und Vertrauen sorgen können. Es geht also nicht nur um den Zugriff auf Daten, es geht um im Zeitalter von KI und selbstlernenden Systemen auch um die Frage, welche Standards und Technologien eigentlich erfüllt werden sollen. Und dabei spielen neben sicherheitsrelevanten Fragen auch ethische Fragen, auch Umweltfragen eine sehr große Rolle. Und es geht eben dann letztlich auch darum, diese Anforderungen, die Standards, die definiert werden, einzuhalten. Und da kommen wir zum Beispiel als TÜV ins Spiel. Und ich bin sehr froh, und auch das wurde eben schon angesprochen, dass die Datenethikkommission gestern eine sehr umfassende Empfehlung vorgelegt hat, über 250 Seiten, und quasi mal einen Vorschlag entwickelt hat, wie künstliche Intelligenz, wie Algorithmen überhaupt überprüft werden können. Sie schlägt hier auch die Unterscheidung in verschiedene Risikoklassen vor, was wir sehr begrüßen, weil eben ein autonomes Fahrzeug nochmal was anderes ist als ein Online-Shop oder ein intelligentes E-Mail-Postfach. Das heißt, wenn es also um Gefahr für Leib und Leben geht oder eben auch starke Eingriffe in die Privatsphäre oder eben auch massive Schäden für die Umwelt mit KI verbunden sind, dann muss es auch nachweisbar sein, dass KI sicher ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch darüber später noch ein bisschen diskutieren können und freue mich insgesamt auf den weiteren Austausch gleich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Auch wenn er sozusagen last minute dazugekommen ist, freue ich mich trotzdem sehr darüber, weil er das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer gemacht hat von dieser ganz abstrakten Diskussion zur Frage, wer braucht welche Daten, wofür und wie sieht in so einer Fragestellung, was muss bei so einer Regulierung dann im Detail tatsächlich auch mit berücksichtigt werden. Jetzt wird es, glaube ich, wieder ein Tick abstrakter. Peter Geilhofer, den Sie heute Vormittag schon mal kurz gehört haben, der das Thema eingeführt hat, wird jetzt noch mal ein bisschen konkreter beim Thema Regulierung und bei der Frage, was hat das dann mit Umwelt zu tun, die Regulierung von Daten. Herzlich willkommen nochmal. Ja, herzlichen Dank. Ich werde tatsächlich noch mal ein bisschen abstrakter. Und zwar möchte ich das Ganze aus einer rechtlichen Perspektive oder aus der Perspektive der rechtlichen Diskussion betrachten. Das ist so, was die konkreten Lösungen angeht, vielleicht jetzt gar nicht mal so anders als die beiden Vorschläge, die gerade diskutiert wurden, oder die Vielfalt, die Möglichkeiten, die gerade diskutiert wurden. Aber es ist eben eine juristische Perspektive. Und deswegen vielleicht trotzdem interessant. Außerdem ist es ein Vorschlag, der bisher sozusagen im deutschen Diskurs noch gar nicht so wirklich beachtet wird. Auch deswegen, glaube ich, ganz, ganz spannend. Lassen Sie mich da erstmal, wurde ja gerade schon als abstrakt angekündigt, einen etwas weiteren Bogen spannen, um das Problem zu beschreiben, was dieser Lösungsansatz eben adressieren möchte. Also ich habe heute Morgen, und das hat auch, glaube ich, Constanze Kurz ganz gut dargestellt, erklärt, dass bestimmte Eigenschaften von Big Data eben problematisch sind, weil sie in ganz systematischer Art und Weise ökologische oder Gemeinwohlinteressen vernachlässigen können. Dafür muss man sich nochmal klar machen, wie so die schöne neue Welt, die sich viele der digitalen Utopien so vorstellen, aussehen sollen. Und nach ein gutes Beispiel, wie so eine Big Data geprägte Zukunft aussehen soll, liefert eben dieses Buch das Digital von Maya Schönberger und Ramge. Das war ein Bestseller im vorletzten Jahr, glaube ich. Und da entwerfen die Autoren sozusagen eine bessere Welt, in der es eigentlich gar keine Politik mehr braucht. Also die Steuerung der Gesellschaft, der Wirtschaft, die passiert so ein bisschen wie in einer Maschine. Governance as a Machine. Diese Steuerung übernehmen solche digitalen Entscheidungsassistenten, wie wir die kennen, wie ich die heute Morgen auch schon eingeführt habe sozusagen.
Und die sind deswegen so funktional, weil sie eben über perfekte Informationen verfügen, über unsere Präferenzen, unser Verhalten, unsere Bedürfnisse. Und die können deswegen eben optimale Entscheidungen treffen in allen gesellschaftlichen Bereichen, also auch in der Daseinsvorsorge zum Beispiel. Die Frage, von wem und wozu die Daten, also dieses Kapitaldaten genutzt wird in dieser schönen Zukunft, entscheidet sich da nach einem Marktmechanismus, nämlich nach ganz dezentral gehaltenen Märkten. Letztendlich sollen eben Informationen, die für alle zugänglich sind, ja, Daten für alle, letztendlich dafür sorgen, dass jede denkbare Nachfrage, jedes Bedürfnis in Echtzeit befriedigt wird. Und eben die Lösung, der Regulierungsvorschlag, der da verkauft wird, das ist die Idee Daten für alle, also Zugang zu letztendlich Konsumentendaten für alle. Der wesentliche Punkt an diesem Beispiel ist, dass die automatische Verarbeitung von solchen Präferenz- und Konsumverhaltensdaten eben Gesellschaft und Politik steuern sollen und dadurch eben so mühsame Sachen wie Aushandlungen oder auch rechtliche Vorgaben eben gar keine Rolle mehr spielen. Der Maßstab für diese Steuerung sind wir also als Bürger, die so ihre Präferenzen kundtun, als Konsumenten. Ihre Präferenzen in die Datenpools geben. Diese Utopie, die wird bestimmt manchen aus vielen Gründen Kopfzerbrechen bereiten. Ich sehe da aber, und da kann ich an den Vortrag von heute Morgen anschließen, ganz klare oder ganz große Probleme für ein ökologisches Gemeinwohl. Das kann man ganz gut deutlich machen an einem anderen Beispiel, an einer Studie von 2016, die zeigt, was so eine Steuerung der Gesellschaft oder eine Entscheidung gesellschaftlicher Fragen durch Marktmechanismen bedeuten könnte. Und die zeigt auch ganz schön, deswegen habe ich die, auch wenn es ein bisschen abstrakt ist, mitgebracht, was für Lösungsansätze es geben könnte. Der Versuchsaufbau, den diese Studie beschreibt, ist ein sogenanntes Trolley-Dilemma, kennen viele von Ihnen vielleicht, mit Bezug zu autonomen Kfz. Also man weiß, dass KIs sollen ja eigentlich die besseren Fahrer sein als Menschen, trotzdem wird es natürlich zu Unfällen kommen. Und man muss eben Datenethiker denken eben darüber nach, wie man dann bei Unfällen mit bestimmten Konstellationen, Situationen umgehen sollte. In dem Versuch, der da beschrieben wird, da sollen die Probanden in mehreren hypothetischen Verkehrssituationen entscheiden, was die bessere Regel wäre sozusagen. Und diese hypothetischen Verkehrssituationen, die sehen so aus, dass da eben in irgendeiner Art und Weise ein Schaden für den Fahrer oder für Fußgänger, für mehrere Menschen oder eine Person unvermeidbar ist. Also es gibt jedenfalls ein Opfer, entweder einen Insassen des Autos oder aber einen oder mehrere Fußgänger. Und die Ergebnisse dieser Studie sind jetzt vor allen Dingen in einer Hinsicht interessant. Die Probanden waren nämlich der Auffassung, dass, also in den meisten dieser Szenarien sogar der Auffassung, dass die bessere künstliche Intelligenz ebenso programmiert werden sollte, dass sie den Fahrer zulasten des Gemeinwohls opfert. Zumindest wenn es eine größere Zahl an Opfern gibt ansonsten. Man könnte also ein bisschen plakativ vielleicht die Probanden in diesem Fall als ethische oder politische Akteure verstehen, die eben über eine allgemeine Regel entscheiden, der so eine KI folgen sollte. Es gab aber auch ein gegenläufiges Ergebnis, was auch sehr relevant ist, auf die Frage, was für ein Auto die kaufen würden, diese Probanden, geben die nämlich die gegenteilige Antwort. Ja, die würden nur so ein Auto kaufen, wenn das in jedem Fall, egal was ansonsten das Problem ist, eben den Fahrer schützt. Das lässt sich jetzt auch ganz gut auf Beispiele übertragen, die wir aus der Ökologie kennen. Wenn man zum Beispiel Nutzer von Navigationsgeräten fragt, ob die nach einer allgemeinen Regel, ob diese Navigationsgeräte eine allgemeine Regel umsetzen sollten, die den Output ergibt, dass es eben keine Staus gibt, auch wenn der individuelle Fahrer ein bisschen langsamer fahren muss, dann würden die meisten Leute dieser allgemeinen Regel sicherlich zustimmen. Wenn man denen aber so ein Navi zum Kauf gibt,
dann kauft man natürlich das Navi, das einen ganz schnell ans Ziel bringt und selbst dann, wenn eben ganz viele Staus entstehen auf die Art und Weise. Was folgt daraus? Also die Autoren der Studie, die folgern, dass man, wenn man will, dass sich die eigentlich sichere digitale Technologie durchsetzen sollte, eben lieber nicht die Algorithmen lieber nicht ethisch programmieren sollte, sondern man sollte die so programmieren, dass die Leute die kaufen. Gibt ja im Schnitt trotzdem weniger Unfälle. Man kann natürlich aber auch folgern, und das ist wahrscheinlich eher im Sinne eines ökologischen Gemeinwohls, dass in vielen Fällen eben besser nicht die Marktakteure entscheiden sollten, welche Steuerungsziele diese Algorithmen eben verfolgen. Dementsprechend wird begonnen, über Lösungen nachzudenken. Wir haben ja gerade gehört, es gab gerade wieder einen Bericht der Ethikkommission oder den ersten Bericht der Ethikkommission, die solche Fragen adressiert. Da wird aber auch schon ganz konkret drüber nachgedacht. Links im Bild ist zum Beispiel sozusagen ein Modell für einen deliberativen Algorithmus, so könnte man den nennen, der Konsumenten beim Einkauf eben mit ökologischen Konsequenzen ihrer Handlungen, mit Alternativen, zum Beispiel mit ökologischen Alternativen, konfrontieren soll und dadurch eben kritische Verbraucherkompetenzen fördern soll. Dadurch ist der Dateninput natürlich ein anderer. Wenn die Leute dann alle anfangen, ökologische Produkte zu kaufen, nachhaltig einzukaufen, dann steuern sich diese Systeme auf eine andere Art und Weise. Rechts, das ist ein Beispiel für eine Umsetzung eines Datenpools, eines Governance-Modells aus Barcelona. Das kennen vielleicht auch schon einige. Das ist das Projekt Decode. Und da wird die Datenspende, die Möglichkeit, Daten abzugeben, mit partizipativen Prozessen gekoppelt. Zum Beispiel können Bürger eben ihre Daten für bestimmte Großprojekte, für Straßenbau, was auch immer, zur Verfügung stellen und gleichzeitig können sie noch abstimmen und sich vielleicht auch inhaltlich auseinandersetzen über bestimmte über die Möglichkeiten, diese Daten zu nutzen und dann bestimmte Bauten oder Projekte umzusetzen oder auch nicht. Das Problem bei diesen Anwendungen ist natürlich das Problem, was ich heute Morgen schon beschrieben habe, dass alternative Anwendungen, gemeinwohlorientierte Anwendungen auf so Daten freien Datenmärkten eigentlich sehr schlechte Chancen haben, sich durchzusetzen und am Ende dann eben doch wieder Amazon oder Google bestimmte Anwendungen gestalten. Und das wurde gerade auch schon mit Bezug zum Datenschutz gesagt, es ist natürlich, hat auch Stefan schon ganz schön dargestellt, es ist natürlich eine massive Überforderung vom Konsumenten zu erwarten, dass er immer die richtige, immer eine Entscheidung, eine politische Entscheidung trifft letztendlich, wenn er Daten spendet oder Daten abgibt. Die Konsequenz, die dieser Regulierungsvorschlag zieht, den ich noch kurz darstellen möchte, ist meines Erachtens nach jetzt nicht irgendwie die Antwort auf alle Probleme, die man in dem Zusammenhang hat, aber es ist ein ganz interessanter Vorschlag und sollte zumindest aus der Öko-Ecke weiter bedacht werden. Die rechtliche Lösung, die eben Herr Fetzer vorschlägt, heißt repräsentatives Dateneigentum. Da liegt jetzt ein gewisses Missverständnis in diesem Begriff, oder ein bestimmtes Risiko eines Missverständnisses in diesem Begriff. Und zwar wird es zwar als ein Dateneigentum bezeichnet, das ist es aber nicht. Ja. Das hat mit einem geistigen Eigentumsrecht eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also es kann gerade nicht jeder Datenerzeuger, jeder Konsument beliebig mit seinem Recht umgehen, kann das nicht irgendwie beliebig monetarisieren oder übertragen, sondern es wird eher als eine Art von Bürgerrecht verstanden, das eben auch so ein bisschen funktioniert wie ein Wahlrecht. Ja, also das kann nicht übertragen oder verkauft werden und es wird auch ausgeübt durch eine repräsentative Organisation. Wenn es darum geht, wie diese Repräsentation aussehen soll, da verfolgt der Herr Fetzer einen relativ altmodischen Ansatz, würde ich sagen. Der stellt sich das nämlich so vor, dass es einfach ein Gesetz gibt, was Zwecke der Datennutzung fundiert, festlegt, eine Institution, eine öffentliche Institution, die dieses Gesetz durchsetzt und überwacht. Und
Da kann es auch noch gewisse partizipative Verfahren oder koregulative Verfahren geben, die da eben dafür sorgen, dass das Ergebnis dieser Entscheidungsprozesse, die dort getroffen werden, eben repräsentativ ist und ein Gemeinwohl abbildet. Auch da kann man natürlich eine ganze Reihe von Einwänden haben. Also natürlich kann man sich die Frage stellen, ob eine große Behörde wirklich über sowas Komplexes entscheiden kann, ob die notwendigen Kompetenzen hat, die notwendigen Mittel auch darüber zu entscheiden. Man kann da natürlich Angst vor einer maßlosen Bürokratisierung haben. Man kann die Frage stellen, ob Innovationen ausgebremst werden. Und natürlich, Stichwort chinesische Lösungen, kann man durchaus die Frage stellen, ob es da nicht eine ganz große Gefahr gibt, eben eines staatlichen Missbrauchs. Aber ich denke, das ist so als rechtliche Institution ein ganz interessanter Vorschlag. Man kann sich auch überlegen, ob man das institutionell anders ausgestaltet, also zum Beispiel dezentral anlegt oder im Mehrebenensystem da Kompetenzen und Zuständigkeiten schafft. Und auch das wurde gerade schon angesprochen, es gibt auch interessante technologische Lösungen, also wie so eine dezentrale KI oder Smart Contracts, die eben dazu eingesetzt werden können, da Regeln zu überwachen, sodass man da auch jetzt nicht unbedingt so eine Monsterbehörde sich vorstellen muss, die das Gemeinwohl sozusagen in diese Datenverwertung einspeist. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich dann auf die Diskussion gleich und auf Ihre Fragen. Genau, wir werden jetzt vielleicht eventuell die interne Diskussion einen Tick abkürzen, weil wir ja schon ein bisschen vom vorherigen Teil etwas überzogen haben. Und damit Sie dann auch noch die Gelegenheit haben, ein paar Fragen zu stellen, was Ihnen vielleicht unter den Nägeln brennt nach den Vorträgen. Ich fange jetzt mal direkt mit Peter an, nicht nur vom Vortrag, sondern auch aus den Diskussionen am Institut, weiß ich, dass das ja auch sozusagen ein Gegenentwurf ist zu der Idee Open Data, Data Sharing, einfach ist es am besten, wenn jeder alle Daten hat. Was sind denn die Umweltprobleme, die potenziellen, wenn bei Open Data oder Data Sharing Modellen? Also ich glaube, das kann man natürlich erstmal nicht so über die Bank brechen. Man kann jetzt nicht sagen, dass Open Data zu Umweltschäden führt oder per se irgendwie ökologisch schlecht wäre. Das wäre bestimmt die ganz falsche Antwort. Ich glaube, man kann auch nicht mehr zumindest, und das wird auch nicht mehr so behauptet, sagen, dass Open Data per se die Lösung aller Probleme ist. Also Teilen von Gütern, Commons ist eine gute Sache, aber Open Data bringt halt auch bestimmte Probleme mit sich. Und das hat zum einen damit zu tun, dass es beim klassischen Open Data Begriff eben nur um öffentliche Daten geht und interoperable öffentliche Daten eben letztendlich auch dazu führen können, dass die großen Silicon Valley Unternehmen das Ganze wieder absaugen. Die haben nämlich die besten Analysemöglichkeiten und die besten Nutzungsmöglichkeiten für Daten. Und das Ergebnis dieser Datenverwertung, also das, was die Maschinen lernen mit diesen Daten oder die Programme, die gestaltet werden, die werden ja auch wieder privatisiert. Also letztendlich der Mehrwert landet dann eben bei großen Unternehmen es kommt auch nichts zurück. Also es gibt ja keine Verpflichtung, wie wir gesehen haben, zur Abgabe von Daten für solche Unternehmen. Genau, und was man eben auch mitkriegt, was glaube ich eine ganz interessante Info ist, ist, dass das gerade von Seiten von Kommunen und öffentlichen Unternehmen eben auch als Problem gesehen wird. Ja, also aus einer politischen Perspektive zum Beispiel kann man schon die Sorge haben, dass damit eben auch eine gewisse Art von Kontrolle abgegeben wird. Ja, die Daten werden ja für was auch immer genutzt und die Politik hat darauf dann keinen Einfluss mehr. Ja. Okay, vielen Dank. Das leitet vielleicht ganz gut zu Stefan, zu dem Konzept. Und zwar ging es ja auch um das Teilen von Daten und da ging es ja stark schon darum, also ich glaube, da war ja durchaus der Wettbewerbsgedanke mitleitend, also man gesagt hat, die Europäer sind ein bisschen hinterher oder vielleicht sogar sehr stark hinterher gegenüber Asien und den Vereinigten Staaten. Und wie kann die europäische Wirtschaft auch wettbewerbsfähiger werden, indem sie Daten teilt? Da wäre jetzt meine Frage, privatwirtschaftliche Innovationen führen ja nicht immer zu größerem Umweltnutzen.
Wie ist dieser Aspekt berücksichtigt in dem Konzept oder ist er das bis jetzt? Also es ist erstmal kein ökologisches Konzept, sondern ein wirtschaftspolitisches, wo es im Kern darum geht, zu sagen, wir haben eben nicht diese dominanten großen Plattformen, wir wollen sie vielleicht auch nicht, wie können wir dezentrale Alternativen schaffen und sozusagen über kooperative Datennutzungsmodelle eine Alternative entwickeln zu den großen Plattformen. Die ökologische Frage, stellt sich in der Frage, für was werden diese Daten genutzt und was für einen Ordnungsrahmen brauchen wir auch. Ja, und ich denke, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir darüber anfangen zu diskutieren, was eigentlich die ökologischen Konsequenzen dieser Technologien sind. Da sind wir, gerade in der Tech-Bubble und Digitalisierungs-Bubble wurde das bisher viel zu wenig getan und wir haben da sehr, sehr viele Milchmädchenrechnungen, die wir aufmachen, ja, wo wir denken, wir packen jetzt irgendwie E-Roller auf die Straße und auf einmal lösen wir irgendwie das Klimaschutzproblem und das ist natürlich absolut nicht der Fall. Und ich denke, das Beispiel, das eben in dem Vortrag kam, ja, wo die Nutzer sind sehr widersprüchlich, sie sagen einerseits, es muss allgemeine Regeln geben, die der Ökologie und der Gesellschaft zunutze kommen, aber ich als individueller Nutzer, ja, ich will dann doch irgendwie das Verkehrsleitsystem haben, was nicht irgendwie am ökologischsten ist, sondern was mich am schnellsten von A nach B bringt. Und diesen Widerspruch, den kennen wir, den haben wir lange und ich glaube, dass wir brauchen deswegen einen gesetzlichen Rahmen auch dafür. Ich will auch davor geschützt werden, ja, ich muss mich jedes Mal entscheiden, mehr zu bezahlen, wenn ich mit der Bahn reise, anstatt mit dem Flug. Ja, an alle Leute, mit denen ich spreche, sagen, dass das irrsinnig sind. Wenn sie dann aber immer wieder individuell die Entscheidung treffen müssen, entscheiden sich sehr viel zu viele Leute mit dem Flug, für den Flug leider. Ich glaube, wir müssen da den Nutzer auch dann von diesen individuellen Entscheidungen entlasten. Er weiß ja auch und gibt diese Präferenz dann ja auch ab, wenn man ihn fragt, dass das gesellschaftliche Interesse ist, dass die Bahnfahrt eigentlich viel günstiger sein müsste. Und das hat für mich aber wenig mit Digitalisierung und Daten zu tun. Ja? Also das ist eine Frage von, was für eine Gesellschaft wollen wir haben, ja? Und wie muss die reguliert sein. Und dann können wir da drunter passen und fragen, und da wird es dann interessanter, welche Rolle können dann auch noch diese Technologien spielen, um eine ökologischere Welt zu bauen. Ja? Und da sind wir dann bei diesen Fragen zum Beispiel, die wir haben im Energiesystem. Das wurde angesprochen, wird ja auch heute Nachmittag diskutiert. Wenn wir mehr erneuerbare Energien haben, dann haben wir ein sehr komplexes Energiesystem, weil früher hatten wir den Atomstrom und dann haben wir noch die Gaswerke dazu geschaltet und den Kohlestrom und so. Und das war von der Regelung relativ einfach, wenn wir jetzt Erneuerbaren haben, die halt nicht auf Knopfdruck Energie produzieren und wo wir eine Nachfrage und ein Angebot in ein Gleichgewicht bringen müssen. Und das ist extrem komplex und dafür wird es sehr viel Informationsaustausch brauchen in Bezug auf, wann steht die Energie zur Verfügung, wer kann die nutzen, wer hat Nachfrage, wer hat vielleicht auch, die Möglichkeit zu sagen, ich nutze die Energie später oder ich nutze die Energie und mache meinen Speicher voll oder lade meine Energie, wenn Überschüsse da sind. Das sind Informationsprobleme, ja. Und dafür sind Daten extrem wichtig, das zu lösen. Und das können wir auch automatisiert über Daten angehen, ja. Aber ich denke, man muss immer sehen, so, was sind die übergeordneten gesellschaftlichen Fragen? Und da steht der Klimawandel, eine ökologische Gesellschaft ganz im Mittelpunkt. Da muss die Vision herkommen. Digitalisierung und Daten und so, das sind Werkzeuge und die müssen dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Werkzeuge dafür entsprechend einsetzen. Aber sie sind nicht per se ökologisch gut oder per se ökologisch schlecht, sondern es kommt immer auf den Nutzungskontext an und wir können ganz viele Nutzungskontexte hier diskutieren, die wahnsinnig ökologisch zielführend sind und es gibt wahnsinnig viele und viel zu viele auch jetzt Beispiele draußen, die ökologisch irrsinnig sind. Ja, genauso, das haben wir ja auch mit den Geräten, die Hardware-Diskussion, das vielleicht noch als Beispiel, weil das regt mich persönlich tierisch auf. Und auch da ist es, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft einfach Regeln setzen. Bei einem iPhone, jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, können Sie halt nicht mal mehr die Batterie austauschen.
Ja, und das ist halt, das ist aber ein Geschäftsinteresse, weil man die erste iPhone-Generation hat sich gut verkauft und dann haben alle Menschen iPhones und dann sollen sich Leute immer wieder neue kaufen. Ja? Das ist im Geschäftsmodell drin und Apple hat jetzt auch kein Interesse, das zu ändern. Das ist, irgendwie so eine Batterie kostet halt nicht so viel wie das ganze Phone. Das ist mehr, da müssen wir Regeln setzen, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, auch für IT-Geräte, Reparaturfähigkeit und so. Das kommt stärker im Diskurs hoch. Das sind Themen, die wir angehen müssen. Das iPhone ist nicht per se gut oder schlecht, aber wir müssen die Regeln setzen als Gesellschaft gegenüber den Anbietern und können das nicht den Geschäftsmodellen und den Geschäftsinteressen überlassen, weil die in der Tat die Ökologie oftmals einfach nur hinten anstellen oder überhaupt nicht mitbedenken. Okay, ja, das passt ganz gut. Also sozusagen sind, würde ich jetzt mal sagen, nicht die Daten per se, sondern wie nutze ich die Daten? Und damit sind wir bei Algorithmen und der Verwendung von Daten. Und es gab ja auch schon ein paar Beispiele. Die Frage sozusagen, was ist jetzt das Ziel eines Algorithmus, entscheidet darüber, wie gemeinwohlorientiert oder auch ökologisch der Output eines Algorithmus ist. Und da gibt es zum Beispiel auch schon den Vorschlag des BMU. Die nennen das Gütesiegel umweltgerechte KI. Ich würde das jetzt mal Algorithmen-TÜV nennen. Und deswegen die Frage an Juliane, ist das realistisch, Algorithmen zu überprüfen hinsichtlich ihrer Umweltwirkung? Kann es sowas geben? Kann sowas gesetzlich verordnet werden? Wie schätzt du das ein? Ja, also ich glaube, es ist insgesamt erstmal wichtig, sich anzuschauen, was überhaupt hinter Algorithmen steckt. Also sozusagen die Mauer des Algorithmus zu durchbrechen und wirklich auch zu überprüfen, dass der Algorithmus das macht, was er machen soll. Dafür müssen zunächst erstmal Standards auch definiert werden. Da hat jetzt die Datenethikkommission heute schon vielfach zitiert, auch Vorschläge vorgelegt. Und ich glaube, das muss man sich auch nochmal im Detail anschauen. Und Stefan hatte das auch gerade schon angerissen. Es ist natürlich unglaublich wichtig, dass wir uns auch als Gesellschaft darüber im Klaren sind und gesellschaftlich auch festlegen, welche Anforderungen wir überhaupt an Algorithmen stellen. Und es wird ja häufig über Security by Design gesprochen, es wird über Privacy by Design gesprochen. Man könnte natürlich auch mal das Thema Umwelt by Design diskutieren. Also ich habe da jetzt als Vertreterin des TÜV jetzt auch noch nicht die Lösung, aber das wäre natürlich eine super interessante Fragestellung. Und ich glaube, dass wir uns insgesamt viel stärker darüber Gedanken machen, wie wir das Thema Digitalisierung und Umwelt-Klimaschutz zusammenbringen. Es wird zum Teil schon diskutiert. Wir haben eben auf der einen Seite gerade einen unglaublichen Hype um Digitalthemen, insbesondere was KI und Algorithmen anbelangt. Wir haben aber auf der anderen Seite auch einen unglaublichen Hype, was das Thema Klimaschutz anbelangt. Das ist auch gut und das ist wichtig und richtig. Und jetzt müssen wir die Themen einfach mal zusammenbringen. Ich habe gestern ganz kurz mal den Abschlussbericht der Datenethikkommission gescannt. Das ist zumindest 17 Mal das Wort Umwelt enthalten auf einem 250 Seiten starken Bericht. Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass wir da einfach auch noch Bedarf haben, eine Debatte anzustoßen, wie man Umweltthemen einfach sehr viel stärker in Digitalthemen hineinbringt. Wunderbar, vielen Dank. Dann möchte ich Sie in die Debatte mit einbeziehen. Und ich hatte ja schon vorher gesagt, es wird jetzt nicht das Mikrofon rumgereicht, sondern die Idee ist das des offenen Podiums. Das heißt, ich würde Sie bitten, nach vorne zu kommen. Ich glaube, Sie hatte ich als erstes gesehen. Sich kurz vorzustellen, die Frage zu stellen und dann diskutieren wir hier zusammen. Okay. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Dag Schulze. Ich bin 25 Jahre im Klimaschutz engagiert und davon arbeite ich jetzt 15 Jahre im Klimabündnis, Städtenetzwerk zum Klimaschutz. Und mich würde halt interessieren, ich finde es bisher hier in dem Vortrag oder in dieser Runde ein bisschen zu wenig grundsätzlich. Ich würde es gerne nochmal mit dem Zusammenhang mit dem Wirtschaftssystem Sie fragen wollen. Also wenn wir uns noch ans historische Internet erinnern, ja, dann war das, sage ich mal, eine dezentrale Netzwerkstruktur und hatte hohe Freiheitsgrade. Und so war dann auch das Internet wahrgenommen. Aber seitdem praktisch, wenn wir es jetzt mal so sagen wollen, der Kapitalismus reinkommt, die Frage, wie finanzieren wir das, haben wir eine zentrale Struktur, also mit Server-Client-Lösungen. Mir als Verbraucher wird immer mehr mein erworbenes Eigentum aus der Hand genommen. Ich bin gar nicht mehr vollständiger Eigentümer dieser Geräte, die ich da habe. Also nicht mit Microsoft gut zu erkennen, der Weg zu Windows 10 so. Also insofern würde mich das mal interessieren und auch die ökologische Frage ist für mich da verknüpft, weil letztendlich wir auch im Klimaschutz sehen die ganze Zeit,
dass Dinge sozusagen durch diese Trennung, die da entsteht und durch diese Zentralisierung, die entsteht, die Menschen sozusagen eigentlich gar nicht mehr ihre ökologische Umwelt so wahrnehmen können. Das sehe ich hier genauso. Wir hatten es vorher schön gesehen in dem Vortrag, wo wir diese Oberfläche, die sehr steril ist, nicht? Und auf der anderen Seite haben wir dann da die Gewinnung der Rohstoffe, die halt eine Schweinerei ist. Und da möchte ich gerne nochmal diese Frage stellen, ob wir nicht mal gesellschaftlich eigentlich über diese wirtschaftssystemischen Fragen, für mich ist es nämlich ein klassisches Gemeingut, das haben Sie auch schon gesagt, ja? Internet als klassisches Gemeingut, wo wir natürlich sehen müssen, wie wir uns das leisten können, aber wenn man zum Beispiel mit dem Grundeinkommen verknüpft denkt, ist da vielleicht vieles möglich. Also so eine grundsätzlichen Fragen würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Danke. Okay, vielen Dank. Also die Frage sozusagen Wirtschaftssystem, Internet, Gemeinwohl. Und haben Sie an jemand Konkretes gedacht zur Beantwortung oder dürfen die sich das aussuchen? Sie dürfen sich das aussuchen. Möchte jemand was zu dieser Frage sagen? Ganz spontan. Also ich glaube, ich sehe das ganz ähnlich. Und ich glaube, dass die Frage der Regelung der Datenökonomie ganz grundsätzlich auch über solche Fragen betrifft. Ja? Da geht es ja wirklich darum, welche Akteure, welche Interessen letztendlich sich dieses Instruments Daten oder dieser Ressource Daten bedienen können. Und ich glaube auch, das führt vielleicht ganz, ganz gut über zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt so, dass man die Frage der Datenregulierung jetzt einfach der Wirtschaft zusprechen kann oder zuweisen kann. Und sozusagen die Politik, die Gesellschaft muss dann sozusagen den Ordnungsrahmen herstellen dafür, um da Umwelt so ein bisschen unterzubringen. Das Problem an Umweltrecht, an Umweltzielen ist ja, dass man das auch durchsetzen muss. Ja? Und das wird immer schwieriger, je mehr es diese Machtkonzentration gibt, je weniger, je mehr Gesellschaft durch privat zur Verfügung gestellte, aber irgendwie undurchschaubare Algorithmen gelenkt wird. Also ich glaube, dass der Zugriff auf die Ressource Daten letztendlich, so also eine gewisse öffentliche Souveränität über die Ressource Daten, auch ganz wichtig ist, wenn man Ordnungsrecht durchsetzen will. Ja. Gute, auch eigentlich die zentrale Frage. So ein bisschen die Frage für mich ist, wo setzt man die Systemfrage an? Ja, und ich, also meine persönliche Meinung ist, dass wir auch Marktkräfte nutzen müssen für die Gestaltung. Und ich glaube, dass gerade der Energiebereich und ein super Beispiel ist, ja, wo man durch Regulierungsveränderungen es geschafft hat, erneuerbare Energien erst zu fördern, eigentlich wettbewerbsfähig zu machen. Ja, wir sind wahnsinnig nicht radikal genug. Ja. CO2-Preis ist, glaube ich, das große Thema. Ja. Wir nutzen die Marktmechanismen leider bisher nicht ausreichend, um den Systemwandel herbeizuführen. Und das Gleiche sehen wir jetzt natürlich auch in der Internetökonomie. Über die haben wir uns lange keine gestaltenden Gedanken gemacht und haben das laufen lassen. Und es war ursprünglich mal sehr dezentral, hatte tolle Effekte. Wir waren alle ganz begeistert und wir haben dann diese Zentralisierungstendenzen gesehen. Und ich glaube, jetzt ist auch, deswegen sieht man auch jetzt die Regulierungsanstrengungen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen müssen, das ist zu groß und zu wichtig geworden, dass wir es an sich selbst überlassen können. Und wir müssen diesen Markt auch, und der wird ja immer wichtiger, in Bahnen lenken. Und dafür müssen wir als Gesellschaft, das war ich oben drüber, das kann man nicht aus den Daten oder der Technologie ableiten, sondern aus der Frage, was sind für uns die wichtigen gesellschaftlichen Ziele im Bereich Umwelt, im Bereich Gesundheit, im Bereich Bildung, im Bereich Einkommensverteilung, Lebenschancen, Gerechtigkeit und so weiter. Und darauf basierend müssen wir dann denken, wie dieser Bereich reguliert werden muss. Und da ist im digitalen Bereich noch extrem viel zu tun. Ja, und ich ermutige nochmal, ich bin selber positiv überrascht vom Bericht der Datenethikkommission, weil ich hatte befürchtet, dass er sehr hochtrabend so philosophisch die Themen anspricht. Er macht sehr, sehr konkrete Regulierungsvorschläge und es ist gut, dass die Debatte da mittlerweile hingekommen ist. Ich bin sehr skeptisch, was so die fundamentale Systemkritik, also Kapitalismus abschaffen und so, und dann wird alles ökologisch. Kann man diskutieren. Ich bin vielleicht dazu pragmatisch. Ja. Ich glaube, ich persönlich denke, dass wir auch sehr, sehr gute Beispiele haben, gerade aus dem ökologischen Bereich, wie wir durch
gute Regulierung die Marktkräfte in die richtigen Bahnen lenken können. Und Deutschland war da mal Vorreiter und leider haben wir da international den Anschluss verloren. Andere Länder machen das mittlerweile besser und wir klopfen uns immer noch mit der Energiewende auf die Schulter, weil wir diese Systementwicklung, die wir mal angestoßen haben vor 20 Jahren, nicht konsequent weiterentwickelt haben. Und da steckt so viel Potenzial drin. Und da sind, glaube ich, auch die richtigen Lehren, wie wir auf die Digitalökonomie draufschauen sollten. Also die gelungene Kombination. Juliane, möchtest du auch? Ich will nur einen Satz dann noch mit einwerfen, ganz kurz. Bei all dem, was Stefan gerade gesagt hat, europäisch denken. Also die internationale Dimension. Svenja, ich glaube, du hattest dich gemeldet. Genau, ich habe jetzt schon 4 weitere Beiträge noch. Vielleicht können Sie sich auch schon da vorne hinsetzen, dann ist sozusagen die Übergangsphase nicht ganz so lange. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Also ich weiß, die Überschrift geht in eine andere Richtung, aber meine Frage zielt nochmal ganz konkret auf den Aspekt Umweltdaten an sich. Also die Transparenz hinsichtlich Umweltdaten, nehmen wir Luftqualität, Zustand der Wälder. Da wollte ich fragen, ob es da auch Diskussionen innerhalb des Öko-Instituts oder in Ihren Gremien gibt, wie man da auch die Offenheit der Daten garantieren kann, sodass sie zugänglich wird, auch für die relevanten Stakeholder und Akteure. Also ein Beispiel: in China sind jetzt sehr detaillierte Maps zur Luftqualität entstanden, die einsehbar sind für jeden. Und diese Transparenz hat ja auch dazu beigetragen, dass das Thema erstens viel stärker ins Bewusstsein gekommen ist. Also wie ist die Luftqualität in meiner Umgebung und dass ich mich dann auch stärker engagiere, dass das reguliert wird. Ein weiteres Beispiel, ich kam jetzt gerade von einer Veranstaltung gestern, da ging es um eine künstliche Intelligenz, die lernt, welche Bäume jetzt welchen Wässerungsbedarf haben in einer Stadt. Und solche Daten, glaube ich, sind hinsichtlich der Umweltaspekte relevant, offen zu halten und auch nah an den Gegebenheiten anzupassen. Und da wäre jetzt meine Frage, ist das irgendwie ein Thema und kann das hier noch mit adressiert werden oder ist das zu weit weg von dem Haupt? Ich glaube, das passt schon auch, weil da geht es ja quasi um die positive Nutzung von Daten für die Umwelt, um Zugang zu Daten und auch zu offenen Daten. Peter, vielleicht möchtest du. Ja, also das ist ganz sicher ein Thema. Ich meine, das ist auch was, so ein Bereich von Daten, wo dieser Vorschlag von Fezer, den ich da vorgestellt hatte, gar nicht so relevant wäre. Der adressiert nur sozusagen Verhaltensdaten, weil die eben politisch als besonders riskant oder gesellschaftlich als besonders riskant gesehen werden können. Open Data zu Umweltdaten ist natürlich eine gute Sache und wird an vielen Stellen adressiert. Zum Beispiel gibt es da auch Interesse auf europäischer Ebene, da gerade die Potenziale auszuloten, die es aus einer ökologischen Sicht gibt, dieser digitalen Technologien. Und da denken wir drüber nach, forschen wir drüber, haben jetzt aber noch nicht irgendwie so griffige Ergebnisse, die ich hier präsentieren könnte. Weitere Beiträge, sonst würde ich gleich den... Frank Benzel, ich bin Journalist. Ich habe nur eine Frage zur Durchsetzbarkeit oder Durchsetzungsfähigkeit all dieser Dinge. Also wenn man so im Silicon Valley fragt, was macht ihr so, dann hört man angeblich immer oft, ja, wir machen neue Sachen, die irgendwie mit Datennutzung zu tun haben. Also proprietäre Daten sind ein ganz wichtiges Element sozusagen bei der Entwicklung. Und wenn man jetzt das beschneiden würde, habe ich die Befürchtung, dass Bitkom und BDI und so sagen würden, ihr seid ja Innovationsverhinderer. Also deshalb die Frage, wie schätzen Sie die Durchsetzbarkeit von dem, worüber wir die ganze Zeit sprechen, ein? Sehr, 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 sehr gute Frage. Also die Fähigkeit, das durchzusetzen, haben wir. Also vor allem, wenn wir das europäisch denken. Ja, weil der europäische Markt ist für all diese Unternehmen zentral. Die mögen sich da vielleicht, wenn man sie im Silicon Valley aufsucht, darüber lustig machen, dass Europa für sie irrelevant ist. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Ja, deswegen halten die sich alle an die DSGVO.
weil die in diesen europäischen Markt wollen, ja, der ist nicht nur groß, sondern der ist auch sehr lukrativ, ja, weil Europa noch nach wie vor sehr wohlhabend ist. Ja, das sind sehr hoch monetarisierbare Kunden. Also natürlich macht das für den, ist ein Europäer für ein Silicon Valley Unternehmen, gerade wenn es werbegetriebene Geschäftsmodelle sind, viel mehr wert als eine Inderin oder eine Chinesin. Ja, das ist einfach so. Deswegen Europa hat die Fähigkeit, das durchzusetzen. Wir müssen uns natürlich auf die Regeln einigen, ja, und es ist in der Tat so, dass es mittlerweile auch Industrieunternehmen gibt, die an Plattformen bauen und dann denken, so eine Plattformregulierung könnte die mich auch betreffen, ja, dass auch durchaus auch Industriestakeholder mittlerweile anders auf das Thema schauen als noch vor ein paar Jahren. Ich denke, gerade in dem Bereich, wo es um unsere individuellen Nutzerdaten geht, haben wir eine riesige Chance, weil die großen und wichtigsten Player eben nicht europäische Unternehmen sind. Das hat in der Debatte eine wichtige Dimension und macht es, glaube ich, politisch, deswegen passiert hier ja auch politisch mehr und kommt die DSGVO aus Brüssel und nicht aus Washington. Ja? Also ich glaube, da muss man auf die Bereiche und auf die Sektoren schauen. Ja, auch jetzt Datenethikkommission, wenn ich mir jetzt angucke, wie sich die Wirtschaftsverbände und die wirtschaftsnahen Stakeholder haben sich jetzt alle sehr kritisch dazu geäußert. Ne? Und das bestärkt ihre These, dass das natürlich, wie bei den Ökologiethemen auch, da sind politische Interessen drin. Da werden wir auch eine Mobilisierung der Gesellschaft brauchen, um sowas auch durchsetzen zu können. Da prallen Interessen aufeinander, ganz klar. Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das wie beim Klimaschutz läuft. Also, dass man sagt, oh, wir machen was ganz Tolles und das wird ganz demokratisch und nachhaltig. Und dann kommt so was total Weichgespültes, Unbrauchbares raus. Die Gefahr besteht, glaube ich, bei vielen Regulierungsansätzen. Ja, aber das ist ja eigentlich, müsste uns ja eigentlich nur Ansporn sein, ja. Noch mehr, das nicht zuzulassen, ja. Aber klar, dass das hart wird und dass dabei auch schwierige Interessenskonflikte auszufechten sind, das ist ganz klar. Ja, und nochmal zur Datenschutzgrundverordnung. Also ich meine, da wurde auch viel gespeckert und viel geschimpft und mittlerweile sind irgendwie alle stolz darauf, dass es diese Datenschutzgrundverordnung gibt. Und selbst die USA beneiden uns um diese Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Positivbeispiel, dass solche Regulierungsvorhaben eben durchaus auch gegen die Interessen von einigen großen Akteuren eben auch umgesetzt und durchgesetzt werden können. Genau, und ich glaube, es gibt damit auch durchaus einen internationalen Referenzrahmen, dem auch andere Unternehmen sozusagen sich als Siegel draufkleben. Wir beachten da die europäische Regelung. Genau, den nächsten Herrn. Ja, hallo, Johannes Schuler vom Fraunhofer Easy. Ich arbeite als Konsumentenpsychologe im Bereich Ökologie und Infrastruktursysteme. Und ich hätte zwei Punkte. Der eine geht so ein bisschen in Ihre Richtung, was Sie auch angesprochen hatten, mit dem so irrationalen Verhalten der Konsumenten, dass die auf der einen Seite individuell gesehen eben ein Auto haben wollen, mit dem sie möglichst schnell durch den Stau kommen, aber gesellschaftlich gesehen natürlich irgendwie den Mehrwert für alle sehen. Und meine Meinung ist, dass es überhaupt gar kein irrationales Verhalten ist, sondern es ist höchst rational zu sagen, auf individueller Ebene möchte ich das für mich Beste rausholen, auf gesellschaftlicher Ebene möchte ich was ganz anderes haben. Und wir haben, glaube ich, auch inzwischen einen nicht zu unterschätzenden Anteil in der Bevölkerung von Leuten, die sagen, naja, solange alle anderen noch fliegen, mache ich das natürlich auch, weil warum sollte ich als Alleiniger, als Individuum hinten zurückbleiben, wenn alle anderen das auch noch machen, aber ich trete für höhere Flugpreise ein oder ich trete für eine Restriktion da und da ein. Und ich glaube, das ist völlig berechtigt zu sagen, ich als Individuum sage, solange die anderen das auch machen, mache ich das auch, aber ich trete insgesamt dafür ein, dass sich das ändert, dass es reguliert wird. Und der zweite Punkt ist jetzt eher so eine Frage. Wir hatten ja in den verschiedenen Vorträgen auch so zwei Vorschläge gehört, was man mit Daten insgesamt machen kann. Also auf der einen Seite gab es diesen Vorschlag, dass Bürger quasi in so einen Datentrust ihre Daten reinstecken, die sie produzieren, ihre Konsumentendaten und dass dann eben dieser Datenpool, dieser Data Trust genutzt werden kann für gemeinwohlorientierte Dinge.
Und der andere Vorschlag war ja so in die Richtung, naja, man müsste quasi die großen Unternehmen zwingen, diese Daten dem Gemeinwohl zur Verfügung zu stellen an irgendeiner Stelle. Und also wir sprechen hier nicht über Forschungsdaten, ne, weil ich glaube, da ist es relativ unstrittig, dass man da die Daten zusammenpacken kann und die Forschungsinstitutionen kooperieren können. Aber ich glaube, gerade bei diesen Konsumentendaten ist mir das noch nicht klar geworden, wie das genau funktionieren soll. Ich sehe das im Bereich Mobilität, dass da Kommunen sagen können, okay, die E-Scooter, ihr dürft auf den Markt oder die Bike oder Carsharing-Anbieter dürft auf den Markt, aber ihr müsst uns eure Daten zur Verfügung stellen, weil wir brauchen die für unsere Verkehrsflussmodelle. Und mir ist es noch nicht klar geworden, wie das mit diesem Data Trust eigentlich funktionieren soll, weil selbst wenn ich die Möglichkeit hätte zu sagen, okay, ich gebe einer Stadt oder ich gebe dem Bund meine Facebook-Daten, alle gesammelten Daten von irgendeinem Konzern, wenn es diese Möglichkeit der Datenportierung überhaupt gäbe, dann sehe ich nicht, dass es ein substanzieller Anteil der Bevölkerung machen würde. Also, und wie das genau funktionieren soll, das ist mir noch völlig unklar. Ich sehe da überhaupt gar keinen Use Case. Also man müsste die Leute ja irgendwo incentivieren. Ja? Es ist ja nicht so, dass uns überhaupt klar ist, dass wir Daten produzieren, sondern wir sagen halt, ich möchte Google Maps nutzen und dann willige ich halt ein, dass ich die Daten einem Konzern gebe. Also wie soll das funktionieren? Da wäre ich gespannt. Ich glaube, da werden wahrscheinlich jetzt verschiedene Antworten drauf kommen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, wir sind quasi schon in 2-3 Minuten eigentlich am Ende unserer Zeit und es gibt noch 2 Fragen, die ich auch gerne noch mit rannehmen würde. Deswegen würde ich jetzt um eher knackige Antworten bitten und im Nachgang um knackige Fragen. Oder wir nehmen die beiden Fragen gleich noch mit drauf und dann können wir die vielleicht gemeinsam beantworten. Gut, hi. Guten Tag. Ich bin Rainer Rehak vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe 3 Fragen. Ich hoffe, die kann ich trotzdem knackig formulieren. Ich glaube, man sucht sich. Sind wir schon mal dabei. Aber vielleicht noch vorneweg geschoben. Ich bin selber auch Informatiker. Wir haben, glaube ich, beim automatisierten Fahren 50 Probleme, aber das Trolley-Problem ist keins davon, nur mal so als... der Punkt bei dem Algorithmen-TÜV, da würde ich gerne mal wissen... Wir haben ja auch sowas wie einen Rebound-Effekt. Wenn man jetzt bei eigenen einzelnen Algorithmen sagt, naja, die sind jetzt irgendwie ressourcenschonend, dann wissen wir immer noch nicht, wie viele Algorithmen, also benutze dieses Wort widerwillig, nutzt eine einzige Firma. Da muss man jetzt sagen, hier pro Firma 50 Algorithmen oder so. Also dann kommen wir zum Schluss doch wieder drauf, zu sagen, wir wollen halt die Emissionen eigentlich beschränken und nicht die einzelnen Algorithmen, weil wir nicht wissen, wie viele Algorithmen. Also da würde ich gerne eine Meinung dazu hören. Der zweite Punkt war, die Suche nach diesem europäischen Weg, mir scheint gerade mit der DSGVO haben wir den ja schon. Also warum wollen wir eigentlich wirtschaftlich in die USA schielen? Also die Silicon Valley Gemeinde ist eine der ärmsten Gemeinden der USA mit einem Drittel der Kinder irgendwie unterernährt und so. Die MitarbeiterInnen von Amazon wären auch nicht reich. Also da scheint mir, dass wir eigentlich bei den Vergleichen immer die falschen Metriken verwenden. Also was sagt denn diese Zahl mit Wirtschaftswachstum? Da würde ich mir gerne mal wissen, ob wir nicht schon längst auf dem europäischen Weg sind und da jetzt gar kein Problem mehr zu lösen ist. Und die letzte war mit den Data Trusts. Also erstens, ich glaube, Facebook kann beliebige Forderungen stellen. Die Leute werden immer einwilligen. Also da so, weiß jetzt nicht, was da so, da regulieren wir hart oder wir sind halt Facebook-Sklaven. So ist, glaube ich, die Realität einfach. Da muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen ehrlich sein. Und der letzte Aspekt, da würde ich gerne noch eine Meinung hören, ist, für sowas wie Wahlbeeinflussung reicht ja, wenn irgendwie ein Drittel aller Menschen diese Daten preisgeben, dann ist der Rest davon auch betroffen. Also zu sagen, dass ich da was entscheiden könnte oder ich und mein Data Trust oder so, die Ergebnisse betreffen uns ja alle. Da würde mich mal sozusagen, wer soll da warum was entscheiden? Okay, danke schön. Okay, da würde ich jetzt vielleicht sogar auf, ja, das waren jetzt schon so viel. Sie haben nur 2 Stichworte. Okay. Dann nicht. Im Protokoll dann Christian Löwe, Bundesamt in der neuen Abteilung Digitalisierung und Organisation E-Government. Einmal, ich bin irritiert, dass das Thema Datensparsamkeit gar nicht in dem Leitbild für eine, kann man sagen, nachhaltige Datenpolitik hier zum Tragen kommt. Das wäre ganz wichtig, wäre also das Thema Datensuffizienz ein wichtiges Leitbildelement, um dann, kann man sagen, auch die Frage nach Politikgestaltung zu machen. Und zweitens wäre doch sehr wichtig, das Thema Datenökonomie ganz stark mit der Agenda 2030 zusammenzubringen. Weil ich glaube, da die größten Paradoxien und Ambivalenzen entstehen, Digital Divide, Neo- oder Remonopolisierung der Wirtschaft und so weiter, Dedemokratisierung, also alles, was die, kann man sagen, die Datenpolitik beispielhaft hat, letztendlich auf die 2030-Agenda im Sinne des WGBUs
dann auch vielleicht mit einem ethischen Überbau nach dem Thema Würde zum Beispiel zu koppeln. Das wäre meine Perspektivität. Danke. Also die Verknüpfung zu den Nachhaltigkeitszielen der UN. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt, wir haben jetzt nochmal, ich glaube, wenn ich mitgezählt habe, waren es jetzt 7, 8 Fragen. Ich glaube, die können wir jetzt hier nicht mehr endgültig und abschließend diskutieren. Aber wir können natürlich in der Mittagspause weiter diskutieren, durchaus auch gerne mit den Referenten. Deswegen würde ich Sie jetzt bitten, der Reihe nach nochmal zu den Fragen, die Sie jetzt besonders spannend fanden und wo Sie sich angesprochen fühlen, ein Abschlussstatement zu geben. Ich würde jetzt mal mit Peter anfangen. Ja, also ich fühle mich erstmal angesprochen bei der Anmerkung zu dem Trolley-Problem. Das interessiert mich natürlich, wenn das jetzt praktisch kein Problem ist, dann, ich bin kein Informatiker, kann ich nicht beurteilen. Das ist eine Studie aus Science 2016, war glaube ich der jetzige Chef von Max Planck, irgendein Max Planck-Institut beschäftigt. Also ist auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig, aber mich würde interessieren, warum das kein Problem ist. Okay, also es ist gelöst, aber das Problem an sich, das Dilemma an sich, okay. Okay, alles klar, mehr wollte ich auch nicht. Ich finde, das beste Beispiel zu dem Trolley-Problem ist einfach, keiner von uns wurde bei der Führerscheinprüfung ja auch gefragt, wie er sich verhalten würde. Ja? Also also das ist aus meiner Sicht auch eine unethische Frage und deswegen auch nicht programmierbar im Vorfeld, weil wir niemanden fragen würden, also erschießt jetzt den oder so, das sind unethische... Vielen Dank. Ich glaube, dieses Trolley-Problem, da kann man auch noch mal ganz, ganz lange drüber diskutieren. Das wird ja auch schon seit Jahrtausenden, glaube ich, diskutiert in unterschiedlichen Varianten. Schon die Griechen haben sich, glaube ich, damit auseinandergesetzt. Hieß damals anders. Deswegen jetzt noch mal zum Thema Umwelt, Datenökonomie, Algorithmen, vielleicht das Abschlussstatement. Ja, noch vielleicht eine ganz kurze Anmerkung. Also ich fand es sehr interessant, was Sie zu der Problematik der Anreize gesagt haben. Also ich glaube auch nicht, dass da tatsächlich per se ein großer Anreiz von Bürgern oder Konsumenten besteht, da Datenpools zu füllen. Das ist ein großes Problem dieses Freiwilligkeitsansatzes. Ich glaube, bei Decode in Barcelona waren es sowas wie 200 Leute, die sich da letztendlich beteiligt haben. Es spricht einfach klar für eine Abgabeverpflichtung großer Unternehmen und das haben wir auch schon in bestimmten Rechtsgebieten. Ja, also im Geologiedatengesetz, das gerade als Entwurf vorliegt, soll geregelt werden, dass das Bohrunternehmen, Bergbauunternehmen eben ihre Daten abgeben müssen nach einer gewissen Zeit an die öffentliche Hand und die werden dann auch veröffentlicht. Ja. Also ich denke, dass es auf jeden Fall die praktikablere und in der Breite wirksamere Lösung wäre. Ja, ich habe mich natürlich beim Algorithmen-TÜV nochmal angesprochen gefühlt. Das können wir dann vielleicht auch gerne in der Mittagspause nochmal ein bisschen vertiefen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns als Gesellschaft darauf verständigen, wie Algorithmen funktionieren wollen, nach welchen Standards, Kriterien sie arbeiten sollen und dass es dann auch eine gewisse Überprüfung gibt, nicht für alle Algorithmen, weil das macht keinen Sinn, aber in der Datenethikkommission im Abschlussbericht wurde eben vorgeschlagen, das Ganze auch risikobasiert zu betrachten. Also wenn es darum geht, dass Algorithmen, KI auch bestimmte Konsequenzen für Leib und Seele oder eben auch sehr schädliche Umwelteffekte haben, dann müssen die auch überprüft werden. Und da stehen wir auch immer gerne als Ansprechpartner und zum Austausch zur Verfügung. Also damit können wir auf jeden Fall nochmal eine ganze Diskussion füllen. Das sind auch super, super wichtige Punkte. Ich sage vielleicht ganz kurz zu 2, 3 Aspekten was. Der letzte, also weil es verknüpft sich auch mit Datensparsamkeit. Grundsätzlich bin ich auch Freund von Datensparsamkeit, gerade in Bezug auf was wir im Web machen. Ja, aber es gibt eben auch Bereiche, wo ich das Prinzip nicht unbedingt so hilfreich finde. Also ich zum Beispiel im Gesundheitssektor würde ich, also ich selber habe eine chronische Krankheit, dass ich immer noch ich schleppe so eine Papierakte mit mir rum und so. Ich würde vielmehr gerne meine Daten teilen. Ich würde die auch gerne der Forschung zur Verfügung stellen. So, ich glaube, das kann man so, ich würde es nicht so pauschal sagen. Ja, aber im Web gebe ich viel zu viel Preis, bei Apps gebe ich viel zu viel bei mir Preis. Ja, in vielen Bereichen würde ich sagen, da brauche ich Datensparsamkeit. In anderen Bereichen würde ich gerne viel mehr Daten teilen. Dafür hätte ich gerne auch die Werkzeuge. Da sind wir dann vielleicht auch bei der Frage, wo kann so ein Data Trust, wo würde ich da vielleicht auch die ersten Anwendungs- und Use Cases sehen? Im Gesundheitssektor zum Beispiel. Also am Ende ist so eine Art elektronische Gesundheitskarte und
Gesundheitsakte, wo so irgendwie Gesundheitsdaten über mich gespeichert werden, dann vielleicht auch Untersuchungsergebnisse und so, ist ja sowas, eine Art Data Trust, der dann bei einer Stelle, also bei den Betreibern dieser Gesundheitskarte vorliegen wird. Dafür brauchen wir ein Regelungsmodell, vielleicht auch mir Entscheidungsfreiheit zu geben, ja, die Daten will ich jetzt mit meinem Hausarzt teilen. Ich will aber auch, dass dem Krankenhaus, bei dem ich jetzt in Behandlung bin, das geht ja im Moment alles nicht. Ne? Da muss ich alles irgendwie hin und her schleppen und die schicken sich noch Faxe und so, und ich würde das echt gut finden, wenn wir da mal eine Infrastruktur hätten, die sicher und vertrauenswürdig wäre. Ja, und dann kann man natürlich sagen, so ein Modell, wenn das funktioniert, können wir uns das auch im Mobilitätssektor und in anderen Bereichen darstellen. Ich sehe den Punkt, dass der Data Trust gegenüber Facebook sehe ich auch als ein Riesenproblem, weil die Verhandlungsmacht bei Facebook, wenn dann irgendein Data Trust sagt, können sich mit Facebook nicht einigen, dann ist Facebook nicht im Angebot bei diesem Trust drin. Dann gehen die Leute zu dem Trust nicht mehr hin. Ja? Und deswegen gibt es gerade in dem Bezug auf den angesprochenen Bereich der sozialen Medienplattformen und der Webangebote sehr, sehr große Fragestellungen, ob dieses Trust-Modell tragen kann. Ich sehe im Moment die Potenziale vor allem in bestimmten Sektoren. Für mich persönlich würde ich ganz klar sagen, zum Beispiel in diesem Gesundheitsbereich, wenn man das da mal erfolgreich hatte, dann sieht man vielleicht auch andere Bereiche, wo man wirklich gesellschaftliche Mehrwerte über so ein Trust-Modell herstellen könnte. Und da sollten wir auch anfangen. Und bei Facebook bin ich voll dabei. Da müssen wir ganz, ganz knallhart regulieren. Das werden wir nicht mit einem Data Trust in Griff bekommen. Und vielleicht abschließend zu diesem europäischen Weg, weil ich auch da nicht missverstanden will. Ich glaube, dass die DSGVO finde ich gut. Ich glaube aber persönlich, dass sie nicht ausreichend ist, dass wir das weiterentwickeln müssen. Die DSGVO setzt noch sehr, sehr stark auf dieses Instrument der Einwilligung. Und wir willigen ständig in irgendwas ein, was wir nicht verstehen. Das ist viel zu komplex. Ja, wir müssen das weiterentwickeln. Und das meine ich mit europäischen Weg. Die DSGVO ist jetzt mal ein wichtiger Schritt, aber die ist noch lange nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange und wir sollten uns da auch nicht drauf ausruhen, sondern wir haben da noch sehr, sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Und die Themen, die da behandelt werden müssen, die wurden jetzt auch nochmal sehr schön auch in den Kommentaren angesprochen. Und das Plädoyer muss natürlich sein, dass wir dabei Ökologie und Nachhaltigkeit ins Zentrum stellen. Ja, vielen Dank euch dreien für eure Vorträge und ich danke auch dem Publikum für die interessanten Nachfragen. Ich glaube, wir haben gesehen, wie komplex es ist, aber wir haben auch schon erste Anregungen für die nächsten Schritte und was man sich noch genauer angucken kann. Und dann wünsche ich Ihnen allen jetzt erstmal eine schöne Mittagspause und dann noch viele interessante Themen am Nachmittag.